Aha. Nehmen wir mal. Eine Rüstung. Gar nicht mal so schlecht ist. Tut mir leid, ihn auszuziehen, während wir noch gerade mit ihm geredet haben. Verfluchter Ring. Aber sieht das nicht aus? Ja, die Rüstung können wir auch noch mal verkaufen. Momentan haben wir bessere. Okay, dann jagen wir das Monster, was hier gerade ein paar Jäger vernichtet hat. Ihr? Warum? Bis zum nächsten Mal. Na komm. Ich wollte reden, aber das Spiel ließ mich nicht. Okay, wie komme ich da jetzt hoch? Wenn er mich angreift, will ich nicht unten im Tal stehen. Das ist mal klar. Ist eine Treppe. Wenn er mich von oben angreift, will ich schnell hinaufkommen. Nehmen wir mit. Verdammt. Ich bin zu spät, ich kann nicht ran. Die Spitzhacke will ich behalten, weil irgendwann kommen wir wieder an einen Punkt, wo wir es brauchen werden. Bekleidung. Okay, was können wir noch loswerden? Ach, werden wir die Rüstung los. Wir haben doch die hier. Wir müssen hier ran. Ich habe doch hier Geräusche gehört. Sind Leute gestorben? Die Leute sterben. Okay, warte, 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 warte. Ups. Deswegen müssen wir rennen. Ich habe zwischengespeckert. Okay, ich konnte nicht mal schreien. Das war aber zu erwarten. Deswegen brauche ich auch eher Pfeile. Und wenn die beim Pfeilen kämpfen. Hat der Blutmond euch die Beute, aber es werden mehr kommen. Erlegt bei dein Zeug. Zum Ruhm von Fürsten.
Hier? Warum? Ich kann ihm irgendwie nicht antworten. Warum auch immer. Bis zum nächsten Mal. Normalerweise haut da rein der Pfeil. Kurz verlaufen. Der Helm hier ist wirklich genial. Tötet oder was? Lyrsina hat euch auserkoren. Das ging leicht. Habt ihr gut gemacht, Jäger. Und habt euch meine Gunst verdient. Diese Haut wird euch gute Dienste leisten, Kind. Seht genauer hin. Mein Ruhm soll euch vor allen Widrigkeiten dieser Welt schützen. Gute Jagd. Schicksalstreffen im Mondschein. Jäger und Sammler. Das lief hier gut. Besser als vorher. Das will ich mal speichern. Mal bei den Quests reingucken. Okay, das zählt hier nicht mit dazu, den Einwohnern zu helfen. Aber war auch eine coole Quest. Haben wir das auch mal gemacht. Kannst du das immer ordentlich schnell reisen? Okay. Aber der Ort sieht irgendwie anders aus. Nachdem wir den gekillt haben. Da hat sich farblich was verändert. Entweder ist es Nacht geworden oder. Das wirkt irgendwie sowas wie Magie. Und Fleucht. Das ging nach beim zweiten Versuch deutlich unproblematisch. Da haben wir noch andere mitgekämpft. Hallöchen. Ja. Waren andere Jäger mit dabei? Heilung. 34er Rüstung. Sollten wir mal mitnehmen. Wie sieht unsere Aktuelle aus? Und 42 haben wir. Ja, trotzdem. Haut des Erritters, Rüstung 29. Ja. 42 ist halt besser. Mit großer Zerstörung. Steige die Giftresistenz. Ist halt nicht schon gut, aber ich brauche Schutz. Tun wir mal behalten, aber
kann nicht rennen. Wir müssen mal Dinge verkaufen. In der nächsten Stadt. Eisenrüstung wiegt halt sehr viel. Und dann war sie los. Hat bestimmt einen schönen Preis gegeben, aber. Und was soll's. Na, jetzt sind wir vom Kreis gelaufen. Ich muss doch irgendwie irgendwo wieder rausgehen. Wir sind doch irgendwie hier reingekommen. Ich glaube, hier geht's raus. So, jetzt kommen wir doch bestimmt. Schnell reisen. Und da mal gucken, wem wir helfen können. Ich meine, zwei Leuten hätten auch schon geholfen. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich eine Frau mit gezogener Waffe nähert. Ist richtig. Ich frage mich, was ein Drachenblut anfängt, wenn die Grauwärter es erst einmal zu sich gerufen haben. Bist du um meine Fertigkeit wie jede andere? Wir werden es mitkriegen. Das ist unsere nächste Quest. Nein, nicht von den Wachen was aufschließen. Ich fahre jetzt mal 3 Stunden. Ist der Herr es zu Hause? Es ist Zeit, dass ihr geht. Ihr seht scheußlich aus. Steckt nicht gegen mich, gegen ganz Falkenring. Diese kaiserlichen Knilche spionieren uns alle aus. Letzte Nacht habe ich Lot den Schmied einen Brief schreiben sehen. Wahrscheinlich eine Botschaft für Einsamkeit und General Tullius. Seid ihr Himmelsrand treu ergeben? Brecht in Lots Haus ein und besorgt diesen Brief. Gut. Ja, vor nicht allzu langer Zeit. Manche erzählen euch vielleicht, dass ich aufgrund meines hohen Alters abgedankt habe. In Wahrheit habe ich herausgefunden, dass es in Falkenring von kaiserlichen Spionen wimmelte. Sie haben die richtigen Leute geschmiert und sich Freunde gekauft. Plötzlich wurde unter den Adeligen der Ruf nach einem neuen Jarl laut, während in ihren Taschen kaiserliche Septime klimperten. Sie ernannten mich zum Tane und ersetzten mich durch meinen Neffen Sittgeier. Der ist ein wahrer Freund Sirodiils. Mhm. Passt auf, was ihr sagt! Das Kaiserreich hat in der ganzen Stadt Ohren. Bin immer noch da. Ja, folgt mir.
zu beim Schmied einbrechen. Dabei sollten wir uns nicht erwischen lassen. Wachen in der Nähe. Ich werde jetzt an der Stelle mal zwischenspeichern. Noch sind wir nicht eingebrochen. Im Namen des Jahr. Wir können auch bestimmt reden. Schlaues Mädel. Jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder. Wir haben nichts geklaut. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Ja, halt Hand. Wir müssen wirklich aufpassen. Der Schmied ist halt. Es ist halt ein zentrales Gebäude. Da vorne am Tor stehen immer Wachen. Nacht ist hier noch mehr los. Also nicht warten, bis es nachts ist. Dann auch noch direkt vor dem Haus des Jahres. Wo immer Wachen patrouillieren. Das ist nicht gerade eine einfache Quest. Ich versuch's mal nachts. Oder zumindest am Abend. Nur die Mutigen sind in diesen Tagen auf der Straße unterwegs. Ja. Bekundschaften aus. Schließt davon innen ab. Dann warten wir mal noch eine Stunde. Oder zwei. Da ist eine Wache. Da geht eine wahre Patrouille. Da auch. Dumm, dass hier zwei Wachen stehen. Da kann man auch gerade wachen. Direkt neben dem Jahreshaus in der Taverne. Ist ja fantastisch. Okay, die verschwinden. Haben wir da noch einer? Ich hoffe, ich nicht so genau hinguckt. Und hoffen, dass den Kaiser dich nicht so sehr juckt.
den Brief nehmen wir mit und rennen, was wir halt können. Zu dem hier. Lassen wir es lieber. Und warten wir bis zum Morgen. Ich hoffe, das klappt. Während das nicht verhaftet. Müssen wir nicht zweimal einbrechen. Wo ist denn der Ding hier? Hallöchen. Ich war einmal hier. Was ist das? Etwa irgendeine Chiffre? Brauche so viel Eisenerz, wie ihr ausbuddeln könnt. Er spioniert zwar nicht, aber damit steht fest, dass das Kaiserreich Lot neue Schwerter und Rüstungen schmieden lässt. Gute Arbeit. Nehmt das. Geld und den ersten Bewohner haben wir. Passt auf, was ihr sagt. Das Kaiserreich hat in der ganzen Stadt Ohren. Ja, ja. Jetzt haben wir es uns mit dem Schmied verscherzt. Und zwei müssen wir noch helfen. Es tut mir leid. Ich sollte jetzt wirklich gehen. In diesen Gräbern ruhen die Söhne und Töchter von Falkenring. Okay, ihnen können wir nicht helfen. Schauen wir mal, für wen wir noch was stehen können. Solange ihr hier seid, dann gibt es zwischen uns beiden auch keine Probleme. Tut mir nichts auf. Der Schmied, der möchte jetzt nicht unbedingt rein. Ein kräftiger Trunk wird die Kälte in der Luft vertreiben. Totemannstrunk. Wenn ihr nicht gekommen seid, um jemanden zu begraben, Falkenring ist für seinen Friedhof bekannt. Wir haben hier mehr Tote begraben, als ihr euch vorstellen könnt. Sollen wir jemanden begraben? Ich habe meinem alten Kriegsgefährten Berit gerade eine anständige Feuerbestattung spendiert. Der alte Dickschädel hasste die Vorstellung, in der kalten Erde zu enden. Könntet ihr die Asche zu Runil bringen, dem Priester von Arkai? Er wird schon wissen, welche Segen er für Berits Seele aussprechen muss. Ich danke euch. Ein Boden lang. Lydia, ich bin direkt hinter euch. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ich finde, du brauchst mal einen neuen Helm. Kleidung. Die Haut des Erretters, die behalte ich erstmal noch. Das kann sie doch tragen. Haben wir die mit die Zauberrüstung, sie. Hier steht es zu schwer, um getragen zu werden.
Okay. Hast du zu viel an oder was? Können wir bei der Gelegenheit auch mal den Schmied fragen, ob er uns was abkaufen will. Aha, ja, jetzt hat's, das ist die Rüstung. Hat man nicht auch noch einen Helm? Wir haben den anderen Helm ausgehauen. Ihr geht vor, ich folge. Und den Helm abgelegt. Okay. Falkenring war einst voller Wanderer und Krieger, wie ihr es sagt. Bring die Asche zur Runie. Und mit zwei Gürteln. Okay, wo befindet sich Runie? Okay. Nicht weit entfernt. Ah, der Friedhof. Der Gott Arkay war einst wie wir. Ist alles in Ordnung mit euch? Ihr... Ah, Beres Asche. Er war ein guter Mann. Nicht viele Krieger erreichen ein reifes, hohes Alter. Danke, dass ihr mir das hier gebracht habt. Ich werde dafür sorgen, dass er seine Riten bekommt. Hier, für eure Mühen. Bisschen Geld. Ja, nach dem großen Krieg habe ich Arkays Licht gesehen. So viele sind durch meine Hand, durch meine Magie gestorben. Ich habe Glück, dass Kust und die Menschen von Falkenring mich als einen der ihren akzeptiert haben. Könntet ihr einem alten Elf einen Gefallen tun? Ich habe mein Tagebuch bei der Erforschung einer Höhle verloren. Okay. Ich bezahle euch auch, wenn ihr es mir zurückbringt. Arkay segne euch für eure Hilfe. Oh, barmherziger Arkay, nein! Ich bin zu alt und gebrechlich und dieser Friedhof ist zu groß. Das Große ist doch nicht. Er hilft mir, die Grabsteine zu pflegen und unseren Friedhof sauber zu halten, wie es sich für einen Ort der Ruhe gehört. Ah, ja, aber er hat sein Leben bereitwillig aufgegeben, damit wir die Launen von Leben und Tod besser verstehen können. So, finde Runis Tagebuch. Dann haben wir den dritten. Das ist nicht. Ist nicht weit weg, nur bis hier. Das kriegen wir hin. Geht sogar relativ schnell zu Fuß. Noch auf dem Kurs. So kommt man auch eine Wand hoch. Thank you.
Wenn wir nach rechts und links steuern. Dann denkt das Spiel, du läufst nach rechts und links. Wenn du effektiv nach oben läufst. Heldiris Grab. Ach. Aber nicht der aus Herr Dringen, oder? Der Freund von Aragorn. Okay, jetzt sollten wir mal das Äxtchen ziehen. Wenn das nur ein Grab ist. Hier ist jemand im Grab gestorben. Liegt der ja schon richtig. Das Zahn muss ja mal so gut. Wir sollen nur das Tagebuch holen. Halt dir das Gruft. Ich werde mal speichern. Damit wir zur Not schnell wieder raus können. Über Rüstung. Ja, eine tolle Rüstung. Die ich aber wahrscheinlich nicht tragen kann. Okay, runtertauchen können wir nicht. Und vor da will reinkommen. Die Blut an unserem. Und unser Arzt, das ist auch etwas seltsam. Ich oh, danke. Die kenne ich schon. Und vielleicht kommt jetzt hier kein Daugerfürst. Kleine Krieger. Die Fürsten sind etwas brutal. Okay, wie kommen wir da rein? Eisenzweihänder. Ja, Mai. Stab der Zombies wird mal behalten. Aha, hier ist ein Zauberbuch immerhin. Zombie erwecken.
Kristallbrauen gefunden, also könnten wir nochmal wieder zurück.